Es geht weiter mit Let's Play Gothic 1 und wie ich letztens schon gesagt habe, haben wir 2100 Stücke Erz. Das heißt, wir können uns jetzt eine sehr gute Rüstung leisten, nämlich die schwere Templerrüstung. Und ich würde sagen, die werden wir uns gleich holen. Dafür gehen wir einfach hier hinauf zum Trainingsplatz der Templer, wo wir uns auch schon die leichte Templerrüstung besorgt haben, die ich gerade anhabe hier. Hier sehen wir ihn auch schon, den Mann, der uns die Rüstung verkaufen wird. Also fragen wir ihn und sagen wir ihm, ich brauche eine bessere Rüstung. Ich brauche eine bessere Rüstung. Ich könnte dir eine bessere Rüstung zuteilen, doch dafür musst du einen großzügigen Beitrag an die Bruderschaft spenden. Werde ich natürlich machen. Hier, die schwere Rüstung, genau 2100 Erz. Ich möchte eine schwere Templerrüstung haben. Du bist noch nicht so weit. Gut. Dann halt nicht. Erst noch weiter für unsere Gemeinschaft. Kann ich die normale Rüstung schon tragen? Ich möchte eine Ja, gut, die können wir schon tragen. Nun, da du in der Lage bist, die erforderliche Spende zu leisten, sollst du fortan von einer neuen Rüstung geschützt werden. Gut, wir haben jetzt eine bessere Rüstung. Und, am besten ist wieder eine jetzt Einhänderstufe 2. Zeig mir, wie ich im Umgang mit Waffen noch besser werden kann. Na gut, die Grundkenntnisse hast du ja schon. Wenn du die Waffe gesenkt hältst, dann kannst du direkt mehr Wucht in deinen ersten Schlag legen. Nutze den Schwung, weißt du noch? Gut, der nächste Schritt ist, dass du deinen Körper mehr einsetzt. Wenn du zweimal geschlagen hast, drehe dich um die eigene Achse, damit überraschst du den Gegner und bist in einer optimalen Position. Dann ziehst du deine Klinge noch einmal quer von rechts nach links. Und wieder von vorne. Vergiss nicht, Übung macht den Meister. Also, geh jetzt und werde ein wahrer Meister des einhändigen Kampfes. Gut, jetzt haben wir eine bessere Rüstung. Um mal zu zeigen, wie viel Rüstung die hat. 55 Schutz vor Waffen, 10 Schutz vor Pfeilen, 25 Schutz vor Feuer. Besser als die leichte Templerrüstung. Gut, leider können wir uns noch nicht die schwere kaufen. Wir hätten nämlich genau den richtigen Betrag Erz dafür gehabt. Schade. Gut, jedenfalls sollen wir jetzt, wie wir bereits erfahren haben, für Khor Angar diese Kräuter besorgen, damit Iberion vielleicht überleben kann und von seiner Vision erzählen kann. Ich muss direkt mal schauen, ob wir vielleicht solche starken Heilkräuter haben. Sind das die? Schauen wir mal. Wo haben wir denn das? Heilkräuter für Iberion. 5 Heilkräuter der stärksten Sorte. Ich glaube nämlich, dass die mit diesen 4 orangenen Dingern die stärksten sind. Das heißt, ich habe schon 4 davon. Ich müsste nur noch eins suchen. Gut, halt, na das mag ich überhaupt nicht, eh. Ach, das ist wirklich so nervig. Dass da dann diese scheiß Blitze kommen. Gut, immerhin halten wir ja jetzt schon mehr aus mit dieser Rüstung. Also schauen wir uns mal deinem Sumpf weiter um. Blutfliegen, unsere alten Freunde. Töten wir die mal. Stirb mal schnell, Blutfliege. Gut, da hätten wir die extra Wucht des ersten Schlages gar nicht gebraucht. Ah, das sind unsere Kollegen. Von denen wir einmal das Kraut holen mussten. Seid gegrüßt. Nein, was soll denn der Blödsinn? Ich möchte nicht von diesem blöden Blitz getroffen werden. Da sehen wir auch schon ein paar Heilpflanzen. Ja, das ist, glaube ich, ein Heilkraut der stärksten Sorte. Das heißt, wir haben jetzt 5, oder? Genau, wir haben 5 von diesen Heilkräutern und brauchen auch 5. Ich schaue sie, ich habe nochmal nach. Ja, 5 Heilkräuter der stärksten Sorte haben wir ja jetzt. Schön, dann können wir uns gleich wieder zurückbegeben und die Khor Angar bringen.
Gut, wir sind auch schon gleich wieder hier beim Lager angekommen. Und wie gesagt, gehen wir jetzt wieder zum Tempelplatz und bringen Korkalom diese 5 Heilpflanzen, die wir gefunden haben. Gehen wir am besten gleich da durch. So, hier über die Brücke. Da sehen wir auch schon wieder mal den Platz. Ein paar Novizen stehen da rum. Mit ihren Novizenröcken. Und da oben sehen wir auch schon Koranga. Und sprechen ihn natürlich jetzt an. Erwache. Lass uns lieber was anderes. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist eben so. Ich habe die Heilkräuter für Iberion. Gut gemacht. Als du unterwegs warst, ist Iberion kurzzeitig erwacht. Hat er was gesagt? Ja, er sagte, dass der Schläfer nicht der ist, für den wir ihn halten. Wir dürfen nicht weiter versuchen, ihn zu erwecken. Jetzt können wir nur noch hoffen, dass es noch nicht zu spät für Iberion ist. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändern wird. Iberion ist tot. Unser geistiger Anführer ist von uns gegangen. Ich höre nicht mehr. Schade. Selbst deine schnelle Hilfe konnte seinen Tod nicht mehr verhindern. Das heißt, meine Hilfe war umsonst. Ich habe Iberion immer vertraut. Kurz bevor er starb, legte er all seine Hoffnungen in den Ausbruchsplan der Wassermagier. Tja, dann werden wir unsere Hoffnungen auch dahin Vorhaben unterstützen. Nein. Sie werden den Fokus und den Almanach benötigen. Beides befindet sich noch in Korkaloms Besitz. Wo ist Korkalom? Er ist mit einigen Templern völlig zornerfüllt aufgebrochen, um einen eigenen Weg zum Schläfer zu finden. Verdammt, wie sollen wir jetzt an den Fokus kommen? Ich schätze, er ließ Buch und Fokus in seinem Labor zurück. Hier ist der Schlüssel für seine Truhe. Wie viele Lernpunkte haben wir denn jetzt noch? 8, gut. Einen Moment noch. Ja? Nimm diese Zauberrune als Zeichen unseres Dankes für deine großen Taten. Damit kannst du dich jederzeit schnell und bequem auf unseren Tempelvorplatz teleportieren. Das ist sehr vorteilhaft. Da müssen wir nicht immer zum Sumpflager zurückrennen, sondern können uns direkt hin teleportieren. So. Dann reden wir am besten mit den Wassermagiern. Diese befinden sich im neuen Lager, in dem wir auch schon waren. Wir haben sogar schon einmal mit einem von ihnen gesprochen. Kronos hat der, glaube ich, geheißen. Das heißt, wir begeben uns nochmal zu ihnen. Zuerst schaue ich mal, ob wir noch rohes Fleisch haben, das wir braten können. Höchstwahrscheinlich nicht. Nein, Schinken haben wir. Da ist unser Freund Lester, können wir mit dem noch was reden? Nein, okay. Der Schläfer möge dich behüten. Ja, er möge mich behüten. Möge er dich auch behüten. Gut, wir begeben uns jetzt zum neuen Lager. Ich werde natürlich speichern. Den Spielstand überschreibe ich. Hüpfen wir uns hier durch den Wald durch und sehen uns zum, weiß nicht wie viel Mal, den hüpfen Weg her an. Sind eigentlich die Warane wieder respawned? Nein, leider nein, okay. Dann halt nicht.
Jetzt kommen wir dann eh bald beim alten Lager an. Und von dort aus können wir natürlich sofort weiter zum neuen Lager. Da wir, wie bereits erwähnt, zu den Wassermagiern müssen. Halt, da gibt es eine Waldbeere, die lasse ich natürlich nicht einfach da liegen. Gut, dann gehe ich natürlich jetzt noch hier ums alte Lager herum. Wir hören ja draußen sogar leise die Leute im alten Lager sprechen. Manche lernen eben gar nichts dazu. Wir könnten sie theoretisch belauschen. Wenn wir denn den Auftrag dafür bekommen hätten. Was wir aber nicht, natürlich nicht bekommen haben als Auftrag. Ist ja klar. Was sollten wir denn von diesen normalen Spießbürgern, sag ich mal, herausfinden? Da sehen wir zwei Buddler bei einer Truhe. Stehlen wir mal ein paar Sachen. Ich speichere mal. Stehlen wir ein paar Sachen. Öffnen wir die Truhe. So, haben sicher nichts dagegen. Oh, die rennen weg. Süß. Gut. Rennt ruhig weg. Die haben Angst um mir, weil ich Sachen gestohlen habe. Okay. Wenn ich sie geschlagen hätte, okay, okay. Aber wenn ich Sachen von ihnen stehle, dass sie Angst haben. Naja. Der rennt sogar hier über die Brücke. Da sehe ich Mole Rats. Töten wir sie. Die sind jetzt inzwischen gar kein Problem mehr. Nullo Problemo. Aber sie geben Fleisch. Das hat sich nicht geändert. So, Mole Rat. Noch ein Mole Rat. Da liegt noch ein Mole Rat. Gut. Höllenpilze nehmen wir uns auch. Schön. Und dann würde ich sagen, hier, nachdem wir die Mole Rats geschlachtet haben, beende ich diesen Part von Let's Play Gothic 1. Also, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Trent 1000. Ciao.